Einen wunderschönen guten Morgen in Seven Days to Die mit dem Spielekaiser. Guten Tag. Hallo. Wir sind in Rabenhorst. Wir haben für euch Freitag. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, die Folgen einfach ein bisschen mehr zu strecken, um Platz für weitere Dinge zu schaffen. Ich weiß nicht, ob ihr an diesem Freitag schon davon was mitbekommen habt. Wahrscheinlich nicht, weil wir selber jetzt zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme noch keine Idee haben, was sich in den Tagen dazwischen abspielen wird. Bis jetzt ist ja nur Dienstag und Donnerstag. Und am Sonntag geht eine Folge flöten. Aber wir werden das jetzt ein bisschen entzerren, krankheitsbedingt und auch einfach unseres Interesse halbers. Brauchen wir da euer Feedback. Demnächst WoW Let's Play. Yay. Ja, WoW Let's Play. Habt ihr euch schon drauf gefreut? Und das haben wir geahnt und deswegen machen wir das. Können wir kurz Dinge tun? Kannst du mir ein paar Woodframes machen oder sowas, dass ich meinen Rucksack wieder kriege da drüben? Den Rest? Ja, selbstverfreilich. Ja, 50 Stück sollten Dankeschön. Reichen. Hast du Federn hast du nicht in der Tasche? Nee, weil du alles. Ich bin federleicht, deswegen brauche ich keine Federn. So, ich renne jetzt mal alleine zur Baustelle. Nein, ich brauche keine Hilfe. Ist ganz gut, Herr Kaiser. Ich komme ja schon. Ich habe eh keine Pfeile mehr. Also viel schützen kann ich dich eh nicht. Aber irgendwo musst du doch meine Pfeile haben aus dem Bogen. Oder hast du die nicht mit aus der Tasche genommen? Ja, alle verplempert. Na toll, ich friere jetzt auch noch. Das ist super. Minus. Ich laufe jetzt Richtung. Aber der richtig kalt. So, kannst du mir was leihen? Klamotten, ja. Kannst du dein Mäntelchen kurz mit mir teilen? Ich bin nämlich bei minus 3 Grad. Jetzt komme ich gleich den Turm nicht mehr hoch, wenn ich frozen bin. So, bist du schon hinter mir? Ja, ich komme. Warte. Irgendwie, hast du eine Lederjacke an oder sowas? Achso. Du hast einen Poncho an, der kühlt runter wahrscheinlich, ne? Ich habe einen Poncho an? Niemals. Nee, also. Doch, ich habe einen Poncho an. Ich Idiot. Ja, vergiss es. Jetzt geht's wieder runter. Alles klar. Entschuldigung, ich habe nicht realisiert. Dann habe ich den beim letzten Mal schon angehabt. Everything is good. Ich gehe jetzt mal. Du hast ja einen Teil meiner Klamotten mitgebracht. Was ich jetzt mache, ich nehme jetzt ein bisschen Geld und gehe mal einfach zum Händler. Und zum Airdrop, während du deinen Schissel holst und hol mir Federn auf dem Weg. Das ist so. Ungefähr die gleiche Richtung. Was ich gerade machen kann, ja. Kurz im Bogen laufen, aber. Wenn die einen Baseballschläger haben, die gibt es nämlich angeblich auch beim Händler. Das wäre echt super. Wir sollten mal probieren, ob wir nicht so ein Motorrad kurz schließen können, was hier rumsteht. Ja, Minibike-Buch wäre auch geil, weil wir haben fast alles zusammen. Was verbrauchen? Wo ist denn hier? Ich werde mich jetzt versuchen, neben meinem ursprünglichen Turm hochzubauen. Aha. Den hast du abgebaut. Meinen habe ich abgebaut. Wenn deiner nicht mehr da ist, dann ist der gerissen worden. Nee, der ist daneben. Ich bin ein bisschen blind. Bin ich gestorben auf halber Höhe, wa? Wo bin ich denn? Das war hier irgendwo, meine ich. Soll ich da über oben reingehen? Ich hoffe, die haben keinen. Ne, natürlich haben die Respawn. Die haben keinen Respawn. Ja, aber nicht so schnell. Ich glaube, wenn wir erstmal Minibike haben, dann geht's nochmal fixer. Yeah, bitte Federn. Drei Eier. Es ist zum. Wir brauchen Eier. Wo ist denn mein Rucksack? War das nicht hier oben auf der Plattform? Nicht ganz oben. War ein bisschen tiefer. Ich glaube, eine. Wo die Spitzen tiefer. Waren, oder? Oder noch ein tiefer. Hier wird er mir angezeigt. Ah, das war doch, das war auf der Leiter hoch, genau. Oh, nein. Okay. Ich habe den letzten Rest aus der durchbrechbaren Decke, habe ich jetzt auch noch entfernt. Das ist nur ein Sicherheitsding gewesen, also es war jetzt auch keine Absicht oder so. Sticks. Herrschaftszeiten. So, Panzer. Panzer. Oh, sehr geil, wenn man den fahren könnte. Oh. Okay. Der geht dann kaputt, weil sich die ganze Zombie-Matsche in den Ketten verheddert. Naja, man müsste so die Fahrzeuge. Das wäre geil. Na gut, es gibt ja ab der 17 kommt ja wieder das Ragdoll-Verhalten. Oder wie sagt man das? Ja, wenn man die Zombies mit dem Auto. Oder sonstigen umfahren kann. Genau. Und da könnte man ja rein theoretisch auch andere Fahrzeuge machen. Also, weißt du, sofern das als Hindernis erkannt wird, also sofern das Objekt im Gesamten erkannt wird,
Da kann ich mir zum Beispiel geil vorstellen, ein Fahrzeug, an dem sich an der Front ja, ein großer Kuhfänger befindet mit Spitzen dran. Ja, nicht nur das, es gibt ja die Elektromotoren, die wir hier schon einsetzen können. Ach, mit einem Blade dran. Ja, natürlich. Das wäre geil. Ja, so ein modulares Bausystem, dass du selber Fahrzeuge bauen könntest. Ja, naja, gut, du kannst ja prinzipiell alles machen. Also ich weiß halt nicht, wie das von der Programm. Oh, die kommen, die Bitzler. Die Bitzler vom Wiesenhof. Präsentiert von Atze Schröder. So, ich habe meinen Kram wieder. Du bist auf der Weg Richtung. Ich bin kurz zum Airdrop, ja. Durch den Wald, weil ich brauche E-Federn und dachte, ich nehme das mal alles mit. Und vielleicht hat der Händler ja was Schickes für uns. Ja. Minibike-Buch, Baseball-Bett und die fehlenden Compound-Bauteile. Das wäre wunderbar. Oder Zink oder Kupfer. Ich weiß halt nicht, wo wir das herkriegen. Habe ich hier noch nicht oberirdisch gesehen. So, ich laufe jetzt nach Hause, bringe meine Schüssel nach Hause. Und dann kommen wir zum spannenden Teil, wo ich alle schon drauf gefreut habe. Also in den vergangenen Folgen. Kisten sortieren? Nee, viel, viel Spaß. Kisten sortieren ist ja was für Anfänger. Nein. In die Werkbank starren. Oh, geil. 3.0. Denn ich muss ja noch ein bisschen Armor machen. Ich meine, müsst jetzt durch, ne? Das ist. Ich teste gerade mal hier diese Gravel-Vorkommen. Ob da. Nee, das ist Eisen. Hui! Kommt ihr denn her? Also ja, einige von euch haben sich bestimmt gefragt, warum macht ihr nur noch weniger 7 Days to Die Folgen? Und das ist relativ einfach. Im Moment herrscht die Seuche. Ja. Und deswegen haben wir da einfach nicht die Zeit, in dieser Menge aufzunehmen. Und dann haben wir uns gedacht, dann lassen wir lieber Dienstag, Donnerstag raus. Es sind 2 Tage weniger unter der Woche. Und ihr habt, beziehungsweise am Sonntag fehlt auch eine Folge. Wir haben die Chance, das aufzunehmen. Und schaffen uns so ein bisschen mehr Platz für andere Dinge, zum Beispiel um eine Doppelfolge Dienstag und Donnerstags von aufzunehmen. Wolf! Oh je. Oh je. Welche Richtung ist der Kaiser? Ich bete schon mal in seine Richtung. Hat er es überlebt? Ja, noch rennt er. Und haut den Rolfi hier einen Fall nach dem anderen rein. Schaffst du. Chest und Boots. Unzerstörbarer Wolf. Ja, die cheaten, die Wölfe. Moment. Jetzt haben wir hier Zombie gegen. Jetzt. Wolf? Ach, Kinders, ey. Jetzt habe ich hier Action. Ach, das du ist doch nicht möglich. Schande. Ey, ich sag's dir. Weißt du, was ich brauche? Nein. Scrap Iron. Scrap Armor herzustellen. Nee, er liegt. Scrap Boots. Scrap Chest Armor. Warte mal, jetzt. Ich befürchte, dass ich einen Schweißbrenner brauche. Hier ist ein ganz fieser, schwarzer Typ. Ja. Man braucht eine Welding Torch. Ein Schweißbrenner. Torch. Ah ja. Hübsch. Wo kriegt man denn eine Welding Torch her? Das ist mit Sicherheit auch ein Loot. Oder? Ich fand's halt komisch, nachdem ich gesehen habe, ich brauch so ein Soldering und so eine Soldering Gun, dass auf einmal Patsch im Zombie sowas drin war. Wo ist denn jetzt der Wolf? Wolf. Man kann ja eine Water Well herstellen. Ein Brunnen, wo man Wasser rausholen kann. Cool. Da braucht man aber ein Rezept zu. Da braucht man ein Rezept zu. Also jetzt gucke ich erstmal nach Welding. Nee. Waterwell kann man lernen. Ah, das gehört zu der Pharmaglas. Ah. Das ist ja unser nächstes Ziel, ne? Also wir brauchen noch weitere Rezepte. Ja. Ja, gut. Also den spannenden Teil des Scrap Iron Armor Craftings können wir nicht machen, weil uns diese Welding Torch fehlt. Ah, du hast einen Lötkolben. Ja. Das ist ja cool. I hope so. Jetzt muss ich mal eben hier. Wo kommt denn der ganze Scheiß her? Animal Hide Pants, Armor? Wo habe ich das denn her? Warum? Das ist wahrscheinlich mitgenommen aus der. Die hab ich reingemacht. In die Kiste zu verkaufen. Ah ja, okay. So, ich lerne jetzt kochen.
Karottensamen, lass nur mal das weg. Weg, hallo. Und weg. So, schade. Supply. Ich habe mich so drauf gefreut, mit euch jetzt hier Sachen zu craften. Boah, zwei Beaker, ein Hammer, ein Splint. Es sind hier übrigens diverse Quests noch drin. Texas Challenge, okay, und so weiter. Ich habe übrigens 33 Iron Armors. Achso, die sind von meinem Bogen, ja genau. Händler, Händler, Händler. Ach, der ist da oben, war ich doof, ey. Oh, nee, bin ich gar nicht. Alles gut. I'm not that stupid. Ein Bulletproof Class Block hätten wir nicht auch verkaufen können. Pft, weiß nicht, zeigt dann Preis an oben. Mhm, 300. Ach, guck mal. Also Geld haben wir erstmal genug. Ich habe 7 Stück. Oh. Außer das ist der Gesamt, außer der korreliert das schon den Preis, aber. Ich pack den mal in die Händlerkiste, einfach nur mal so. Ah, eine Höhle. So, das heben wir auf, das heben wir auf den Dings, falls uns zu warm wird. Die Scrap Iron können wir auf jeden Fall wieder hier reinpacken. Stühle können wir hier reinpacken. Glass Pan brauchen wir gar nicht. Wozu brauchen wir ein Alt Blanket? Habe ich jetzt, gibt bestimmt nur Stoff. Ich glaube, es gibt einfach viel Zeug, was du überhaupt niemals brauchen wirst. Ja, ich glaube, viel Zeug ist einfach, um Material zu kriegen. Also, weißt du, irgendwie. Du hast jetzt komplett alles mitgenommen, deswegen war das hier leer. Also zum Beispiel die Lego-Bausteine sieht man ja. Wenn man die scrappt, gibt es Kunststoff. Ja. Also das macht absolut Sinn. Oh, warte mal, meine Zigarre. Oh, ich bin betrunken. Ich habe zu viel getrunken. Ups. Was hast du getrunken? Ja, Grain-Alkohol, bevor es losging und hatte ich wahrscheinlich schon einen. Upsi. Ist aber auch am Zappeln hier. Meine Güte. Besser? Na, wollte ich nicht sagen. Die zappelt sich so an, so richtig. Jetzt. So, jetzt ist Donnerfolge geworden mit. Wie sortiere ich meine Kisten? Ach, schade. Der Wald, der Wald. Ja, wo kriege ich Kupfer und Zink her? Das wüsste ich echt gerne. No room in inventory. Oh. Soll ich uns mal Holz besorgen? Oh, Holz brauchen wir immer noch. Ich kann sie hier was. Ich weiß nicht. Oh. Was haben wir denn zuerst angepflanzt hier in der Nähe? Ich meine, wir haben jetzt wieder ordentlich Bäume um uns herum, ne? Ja. Achso, ich könnte mal aus der Kiste könnte ich mal die 244 Setzlinge mitnehmen. Das reicht für. Und ich setze mal einen schönen Wald um uns herum. 10 Wälder. Ja, ich finde es doof, dass die Schreitante nicht kommt. Insgesamt wenig Action, meinst du? Ja, weil die hat ja immer Freunde mit für gut Furore gesorgt. Ah, ich klicke immer einzeln, das ist gar nicht notwendig. Wie schön. Ich laufe jetzt durch den Wald, halt einfach die rechte Maustaste. Das geht auch. Wusste ich gar nicht. Platzteil kommt der Förster. Was ist los? Oh, voll Förster. Ja, Glück gehabt, ey. Muss ich stehen, rechtzeitig entdeckt habe. Das sind ja nur die normalen, diese Dire Wolves, diese schwarzen, die sind ja noch heftiger. Also mir hat, glaube ich, damals der eine Wolf gelangt. Weißt du noch, wo ich den im Wald angeschossen habe? Das war, glaube ich, noch War of the Walkers, wo ich den angeschossen habe. Und der dann sagte so, hi, na? Who are you? So, angekommen am Händler. Schöner Screenshot. So. Hast du den Airdrop hat sie geholt? Ja. Waren halt nur Beaker drin und so Zeug. Also nichts wirklich Besonderes. Wire Tool haben wir aber auch nicht. Nein. Ja, für eine Saatmaschine, so eine, wo man übers Feld fährt und die setzt dann schön. Ja, ein Sewing Kit kostet 7500. Wow.
Ist klar. Hat der sonst noch was in der Art da? Also ein Baseballschläger? Nee, habe ich noch nicht gesehen. Löt, ein Schweißbrenner? Der sieht aus wie der Kopf von einem Schweißbrenner. Ich erstmal den ganzen Rotz hier. Knarren einfach weg. Haarbürste will er nicht. Dann hier, müll ich dir jetzt die Theke voll. Ne, du kannst, glaube ich, ja zum Beispiel bei den Klamotten kannst du immer nur einen Teil von jedem verkaufen. Oder? Ja, bis zu drei ging's mal. Wenn ich hau den Rest weg. Weil diese Lederklamotten, die du da nicht scrappen kannst, zieht keiner an und bis du die verkauft hast, ist das Geld nicht wert. Wir haben jetzt 23.000. Ja. Er hat nichts Besonderes dabei. Also ich gucke jetzt mal eben wegen Perks. Secret Stash. Boom. So, einmal gegürft. Aha. Was hast du gekauft einmal? Secret Stash, dass er in seinem Geheimding noch bessere Sachen hat, aber er hat hier nicht wirklich bessere Sachen. Chainsaw Parts, eine Wrench, die brauchen wir auch nicht, ne? Eine Wrench? Ne, da haben wir eine kaputte und eine intakte. Ein Baseballschläger war super, Brenner. Ne. Das sehe ich hier nicht. Ich habe trotzdem wieder rechts ganz schnell geklickt. Ich habe richtig Hunger, fällt mir gerade auf. Ach, scheiße. Schade. Wäre schön, hätte der jetzt hier so geiles Zeug gehabt. Ja, ja, ich gehe ja schon. Wo ist der Wolf? Macht das Sinn? Nee, macht keinen Sinn. Also ich habe auf jeden Fall wieder was für die Umwelt getan. Sehr gut. Wir haben demnächst wieder Wälder. Cool. Wieder Aufforstung. Ja. Nachhaltigkeit. Ist gut. Was hier für ein Ding, diese XXX Arva Table Dance Bar. Ich werde auf jeden Fall gleich nochmal gucken, ob wir nicht noch ein irgendwo noch ein paar Sporttaschen haben. Aha. Ich brauche ja nicht den Baseballschläger, ich weiß ja, ich bin jetzt auch bescheuert, ich meine, dann lass eine Drehmaschine craften, weißt du, oder so aus einer Art. Ja, oder du schnitzt dir einen. So, aber ich glaube, das beschreibt auch so ein bisschen die Unvollkommenheit von solchen Modpacks, ne? Dass man da, weiß nicht, ich würde, na gut, ist schwierig, wird uns keiner beantworten können, wie da die Idee hinter ist. Ja, wir könnten auch theoretisch mit dem mal eine Mail schreiben, hey, oder selber versuchen. Selber modden. Ja. Naja, es muss doch irgendeine Idee sein. Also ich meine, wenn du so eine Questreihe machst, dann ist es doch sinnvoll, dass man diese Fähigkeit noch kann, wie es am Anfang der Fall war. Ja, genau, wie mit dem Compound-Bow. Ich weiß also nicht. Den hast du immer noch nicht gemacht, ne? Nee, ich brauchte das Soldering-Ding. Ich weiß gar nicht, in was für einer Station ich den mache. Also müsste doch dabei stehen, oder nicht? Nee, leider nicht. Leider nicht. Und hier gibt es auch nur Eisen. Aber wenn du das kannst, du musst doch das Rezept wissen. Leider auch das nicht. Also nicht bewusst. Ja, aber das verstehe ich dann nicht. Du musst doch das Rezept wissen, damit du es überhaupt herstellen kannst. Anders hast du auch keine Chance, ja. Egal ob du die Werkbank hast oder nicht. Theoretisch schon. Oder sehe ich das falsch? Ich muss mich da einfach nochmal eingehen, damit beschäftigen. Oh, hier ist eine Kreischerin bei mir. Jawohl! Und sie kreischt vor unserem Haus. Leider hat sie die Beine schon gebrochen. Ich werde ihr mal kurz helfen. Oh, cool. Hält nicht viel aus. Na, die war wahrscheinlich schon. Na, guck mal, hier hat sie. Die zwei nur? Wolf gegen Zombie. Ich lass die beiden. Ich hab Hunger wie Sau. Hunger. Lass mich. Kartoffeln.
Okay. Ah, da kommen noch zwei Schwestern. Siehste, ich wollte Eisen besorgen. Das ist mir auch noch gerade so aufgegangen. Ein bisschen Eisen habe ich mal in die Kiste gepackt. Nee, so also richtiges Eisen, weißt du? Oder hast du noch? Ich hatte irgendwie 100 noch was in die Forge-Kiste reingeschmissen. Hier, schneiden, nicht in die Minen. Die Minen von Moria. So, komm, die letzten. Buddha. Also, wenn ich das jetzt richtig sehe und der Server eine Zeit lang läuft, dann sollten wir demnächst ordentlich Holz vor der Hütte haben. Geil. 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 Waren wir schon im Militärcamp, was direkt vor unserer Base ist, sozusagen? Kann ich dir exakt nicht beantworten. Ehrlich gesagt, das sind doofe. Wieso man sich so einen Scheiß angewöhnt. Kann ich nicht beantworten. Ich weiß es auch gerade nicht. Ich räume mal kurz ein bisschen Minen weg. Aber nicht mit dem Körper entschärfen. Nein. Mit vollem Körpereinsatz. Ja. Ich pinkel drauf. Nee, sieht jungfräulich aus. Okay. Das war Och, volle Taschen. Ein Aufhänger für die nächste Folge, wa? Ist es so? Oh ja. Ja. Nein! Ey, ja. Ich hab keinen Platz mehr. Hashtag. Hashtag kein Platz. Huah! Hashtag kein Platz. Mutti, oh, hier geht gerade gute Action. Was jetzt? Du musst dich entscheiden. Kein Platz. Kein Platz. Hashtag kein Platz. Wir sehen uns dann morgen zur Sonntagsfolge wieder. Zu Sunday. Genau. Um 18.30 Uhr. Oh, das Sunday ist ja schon. Also bis morgen. Sunday. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss.